Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Das Wochenende ist da. Heute ist Samstag, der 14.12. Und wir haben die Folge 282. UFO-Mann spielt Minecraft ohne Ende. So, mein Plan... Oh, es leckt das schon wieder hier. Mein Plan ist ja jetzt, hier einen Zaubertisch zu bauen. Dafür habe ich mir jetzt überlegt, dass ich die Kirche und die Schmiede hier verbinde zu einem Gebäude. Zwar im Prinzip ein Gebäude mit einem Turm haben sozusagen. Und aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen leckt hier mein Minecraft ein bisschen. Hatte ich schon ewig nicht mehr. Da müssen wir uns jetzt erstmal mit abfinden. Ich habe jetzt schon zweimal neu gestartet. Vielleicht legt sich das ja wieder. Jetzt geht es gerade ein bisschen besser. Da müssen wir natürlich jetzt irgendwie die Kirche ein bisschen tiefer ziehen, den Fußboden. Und dann brauchen wir massig Steine, weil ich möchte auch noch Treppen bauen. Aber wir werden uns jetzt... Oh, Schaufel alle. Wir werden uns jetzt erstmal um den Zaubertisch kümmern. Das muss doch jetzt mal irgendwie zu schaffen sein. Zwei neue Schaufeln machen. So. Und so. So. Und hier. Okay. Und so. Steinboden. Wird dann jetzt im Prinzip hier der neue Fußboden auf dieser Ebene. Den Turm, den werden wir in der Struktur mal so lassen, wie er ist, vielleicht. Nicht nur vielleicht, sondern den lassen wir so. Dieser Vorsprung hier, der gefällt mir nicht. Den werde ich mal abdonnern. Ihr merkt schon, es leckt immer noch ein bisschen. Spinnt hier rum. Ich habe jetzt aber gerade keinen Bock, das ganze Teil komplett neu zu starten. Ich hoffe mal, dass wir die Folge hier so, ups, die Folge hier so rumkriegen. Das ist schon, ist nicht angenehm. So. Und dann, ach so, den Fußboden, den müssen wir natürlich hier noch fertig machen, dann. Du nicht. So. Heute ist Samstag. Meine lieben Freunde, ein guter Tag für Alt und Jung. So. Natürlich für die Leute, die Samstag arbeiten müssen. Hatte ich aber schon so an den Kommentaren irgendwie mitbekommen. Die haben ja dann meistens oder häufig einen anderen Wochentag frei. Weil hier noch welche reinsetzen. Oh, es ist so abgehakt. Es ist so abgehakt. Das war ja auch noch nicht oft bei mir. So, das kommt raus, weil wir den Fußboden niedrig setzen wollen. Oder niedriger setzen wollen. Das ganze Kladderadatsch hier, das haue ich raus. Die Fenster können wir auch noch verändern. So. Zack, zack. 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 Zack und zack. So. Jetzt haben wir schon mal in etwa. Ah, okay, das muss ich ja noch raushauen. Das möchte ich nämlich hier nicht so nicht haben. Das wird jetzt hier mein zukünftiger Zauberraum werden. Dadurch haben wir die Kirche jetzt entweiht und haben eine heidnische Zauberstätte daraus gemacht. Von der Kirche zum Magierturm.
Hehehe. Aber auch dieser Zauberraum ist dem Gott Mojang geweiht. Dass wir hier ein bisschen ordentlich hinkriegen. Ah. Dadurch, dass es hier leckt, mache ich auch automatisch irgendwelche Doppelklicks hier. Oh Gott, ey. Leute, ich glaube, die ganze Folge wird jetzt hier ein bisschen abgehackt. Ich muss dann für die nächste Folge den Rechner mal komplett runterfahren und wieder hochfahren. Wer weiß, was das ist, was mich hier so behindert. So. So, okay. Siehst du? Wieder, zack. So, jetzt haben wir hier schon mal die Struktur von dem Turm so ein bisschen verändert. Hier muss noch was rein. Hier werden auch noch zusätzliche Fenster dann eingezogen. Auch aus farbigem Glas. In diesem Texture Pack ist es sehr interessant, wie das farbige Glas aussieht. So, und hier kommt der Zaubertisch hin. Da die Leiter könnten wir noch verlängern. Und dann gucken wir mal. Wir bauen jetzt einfach den Zaubertisch. Ganz einfach. Da brauchen wir 2 Diamanten. 1, 2, 3, 4 Obsidian und 2 Bücher. Aus den anderen Büchern machen wir uns Bücherregale. Oh. Können wir gar nicht loslegen. Wir müssen erstmal schlafen. So. Gucken wir mal, dass wir uns jetzt hier ein 1, 2, 3, 4, soweit ich mich erinnern kann, geht es so. 1, 2 und 3. Ja, gut, wir haben jetzt schon mal einen Zaubertisch gecraftet. Das ist sehr gut. Und jetzt werden wir uns noch ein paar Bücherregale craften. Bing, bing, bing. Bing, bing. Bing, bing, bing. Warte mal, so war das doch, wa? Ah, genau. Die werden natürlich bei weitem nicht ausreichen für meinen Plan hier. Jetzt haben wir 6 Bücherregale. Ich glaube, wir brauchen 15 oder so, um hier ein bisschen was zu reißen. So. So, dann machen wir das mal so, dass wir jetzt diese Bücherregale, die sollen ja rundrum um den... Scheiße, das ganze Ding ist ein zu schmal. Das ganze Ding ist ein zu schmal. Da muss ich hier die ganze Wand nochmal wegreißen. Muss eins breiter. Machen wir hier erstmal nur hier unten eins breiter. So. So. Müssen die Dinger noch weg? So, hier ein einigermaßenes Fundament noch bauen können. So. Mann, 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 Mann. So. Und jetzt brauche ich, warte mal, warte mal, warte mal, 1, 2, 3 Zauberbücher und dann kommt ja der Zaubertisch. Ach, warte mal, genau, der muss hier hin, genau. Dann das wieder abreißen. Und dann kommt hier eins hin. Und hier eins, so. Dann kommt hier noch eins hin. Na gut. So. Wisst ihr, dann sind das hier so diese Ecken. Was auch immer für Ecken. So. Weil dieses Zauberregale, die sollen ja irgendwie rundrum um den Zaubertisch stehen. Okay.
So. Ah, okay. Ja, leider reicht das jetzt gar nicht hier für unsere Zaubertischaktion. Hier haben wir noch ein Regal, das kommt dann hier hin. Dann würde ich hier noch welche hinmachen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt direkt... Der könnte natürlich auch direkt hinten dran stehen, war an dem Bücherregal. Aber bis jetzt hatte ich das immer so, dass da so ein Platz zwischen war. Gut, dann brauchen wir jetzt, wenn wir konsequent sind, brauchen wir jetzt mehr Papier, mehr Bücher, mehr Regale. Na, euch geht's gut bei mir, wa? Wie kriegen wir jetzt mehr Papier? Da hinten haben wir Wasser. Da haben wir auch Wasser. Aber kein Zuckerrohr. Das ist eine Höhle. Da verbrennt ein Zombie, der kommt aus dem Wald. Ha. Kein Zuckerrohr. Gibt's hier irgendwo am... Ach, guck mal, hier haben wir Sand. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, da ist eine Höhle. Ah, okay. Gibt's da noch einiges? Naja, die Gegend ist hier so in der Form eigentlich sehr gut gemacht. So, wo kriegen wir denn jetzt Zuckerrohr hier her? Ohne Ende. Guck mal, hier könnte doch Zuckerrohr sein, oder? Ist wahrscheinlich nicht die Gegend. Ist nicht so richtig die Zuckerrohr-Gegend hier. Mist, 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 Mist. Da haben wir einmal Zuckerrohr. Aber besser als gar nichts. So. Da müssen wir natürlich... Ah, das ist natürlich nicht so gut hier mit dem wenigen Zuckerrohr. Ist hier noch Zuckerrohr? Wow. Schöner Lavasee. Nee, da müssen wir uns eine eigene Zuckerrohrfarm bauen. Wir müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich unser Zuckerrohr da ranbekommen. Schöne Blumenwiese. Vielleicht haben wir Glück und haben in der Kiste noch ein bisschen Zuckerrohr. Aber als Grundstock reicht natürlich jetzt hier auch das ganz wenige, was wir gefunden haben. Da müssen wir uns jetzt wohl oder übel eine Zuckerrohrplantage bauen. Könnten wir gleich hier... haben wir einen Wassereimer bei? Nee. Gehen wir nochmal hoch. Dann können wir auch gleich mal gucken, ob wir noch Zuckerrohr in der Kiste haben. Ich glaube, ich hatte doch eigentlich vorsichtshalber noch irgendwo Zuckerrohr abgebaut, in weiser Voraussicht. Haben wir nicht, haben wir nicht. Zuckerrohr richtig. Gut, den Wassereimer brauche ich. Schaufel habe ich dabei. Ja, dann, das kann natürlich eine Weile dauern, wenn wir uns hier aus drei Zuckerrohr... Was gibt es denn hier noch? Ist hier ein See? Da hinten ist noch ein bisschen Wasser. Ein Wasserfall, ein kleiner. Und hier? Hier könnte man Zuckerrohr anbauen. Guck mal hier. Oder das war hier das... Jetzt finde ich hier gar nicht so schlecht. Wisst ihr, dann machen wir hier uns mal eine kleine Zuckerrohrplantage sozusagen. Hat mich jetzt hier ein bisschen so inspiriert, das Kreuz, auch wenn ich das jetzt gleich wieder zumache. Ist natürlich auch fraglich, wie lange die jetzt bestehen bleiben wird. Ups. So. So, und hier machen wir erstmal zu, war, so war das.
Dann können wir hier Wasser reinfüllen. Wenn wir jetzt irgendwie gucken, dass wir uns hier einen endlosen Brunnen bauen. Ah, guck mal, da fließt schon. Bam. Ba ba bam ba ba bam bam. Ba ba bam bam. Guck mal. Ah, ich glaube, da brauchen wir noch einen. Ich glaube, für Zuckerrohr brauchen wir keine Hake, oder? Brauchen wir da eine Hake für? Eine Hake? Um den Boden vorzubereiten? Zuckerrohr, wisst ihr ja, daraus wollen wir uns ja jetzt... Ah, guck mal, jetzt haben wir einen Still. Ja, okay. Da aus dem Zuckerrohr wollen wir uns ja... Mal gucken. Ah, okay, Zuckerrohr können wir jetzt auch so anbauen. Daraus wollen wir uns ja die Bücher... Das brauchen wir, um die Bücher Papier herzustellen. Ich finde ja, man hätte das Zeug Papyrus nennen sollen. Ich glaube, das hieß früher auch mal Papyrus. Aber dadurch, dass man ja da auch Zucker herstellt draus. So, wisst ihr, dass wir hier eine kleine Zuckerrohrplantage haben. Damit wir uns schön viel Papier herstellen können. So. Und hier vielleicht noch eine Line ziehen. Dann ist das schick. So, bis das Zuckerrohr hier gewachsen ist, da können natürlich Jahre vergehen. So, jetzt haben wir hier schon mal... Ah, ist schon wieder dunkel. Schlafen gehen. Ja, ja, was man hier auch schon teilweise für ein Aufwand betreiben muss, aber ich bin froh, dass ich jetzt hier mal mich entschieden habe und ein Zwischenlager gefunden habe, eine schöne Stelle, um hier so ein Zwischendomizil mir zu legen. So. So. Muss hier auf jeden Fall auch noch mal was mit farbigem Glas bauen. So, sehr schön. Guck mal. Und hier jetzt könnte man hier noch einen Streifen machen. Man sieht schon sehr kultiviert aus, wenn man hier so diese Streifen hat. Ich weiß ja nicht, wie viele Bücherregale man so braucht. Also nicht für den Zaubertisch, da braucht man, glaube ich, 15. Aber überhaupt so. Komm, wir machen noch einen Streifen hier. Zuckerrohr ist auch noch nicht gewachsen. Oh, der Titel, der gefällt mir sehr gut. Sehr treibend. So. Siehst du? So, jetzt haben wir unsere, Zuckerrohrfarm hier schon mal vorbereitet. Jetzt muss das Zeug nur noch wachsen. In der Zeit können wir ja ein bisschen weiterbauen. An unserem Turm. Ich will auf jeden Fall hier einen Ausgang haben. Ahahaha, hier will ich einen Ausgang haben. Bin ich mir da sicher? Nö, hier will ich keinen Ausgang haben. Ist ja doof. Fenster gehen da auch nicht. Weil da kommen ja die ganzen Bücher hin. Dann machen wir es wieder zu erstmal. Finde ich jetzt auch ein bisschen langweilig, das hier aus diesem... Ups. Naja. Ist hier irgendwo ein Enderman? Ich höre so komische Enderman-Geräusche. Das hier muss weg. Das ganze Gras finde ich hässlich hier an der Stelle. Normalerweise nicht, aber jetzt im Moment, wo da meine schöne Farm ist,
finde ich das irgendwie ein bisschen unordentlich. Ach, und jetzt werden wir uns mal eine schöne Glowstone-Lampe bauen. Fällt mir gerade ein, warum eigentlich nicht? Wir haben ja genug Glowstone. Dass wir uns mal hier 1, 2, 3, 4, 5 Glowstone-Dinger mitnehmen. Holz geht scheinbar zur Neige. Sollen wir uns noch ein bisschen Holz hacken? Wo kommt man am günstigsten, am schnellsten an Holz ran? Hier hinten, wa? Dass wir hier schnell mal ein bisschen Holz hacken, damit wir unsere... bisschen Holz haben für die Lampen. So. Und hier, das nehmen wir auch noch mit. Ich glaube zwar nicht, dass ich in diese Richtung später das Dorf noch erweitern werde. So. Also wir werden jetzt nur mal das Nötigste, was wir brauchen, hier abbauen. Drei verschiedene Baumarten, kann das sein? So. Ich denke mal, es reicht jetzt schon. So. So. Ach ja, und Steintreppen muss ich auch noch bauen. Hier soll eine anständige Treppe hin. Ja, Glowstone-Lampen. Glowstone-Lampen, Glowstone-Lampen. Dazu brauche ich... dazu brauche ich... warte mal, Stickies? Die Dinger hier, aus was sind die nochmal? Die Zaundinger? Die sind doch aus Stickies, wa? War das nicht so? Ja, gut. Dass wir hier ein paar Zaunteile haben. Dann haben wir hier unsere Glowstone. Und dann können wir uns da schicke Lampen draus bauen. Wo wir schon mal unser... Feld hier beleuchten, und zwar machen wir das folgendermaßen. Wie viel haben wir denn hier? Wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5. Ungerade, ist ja doof. Da müsste ich eigentlich noch einen sechsten ranbauen, damit wir eine gerade Zahl haben. Damit das ein bisschen symmetrisch aussieht. So. Genau. Und da muss dann natürlich noch mal Wasser rein, oder? Gut, so, dann kommt hier Wasser rein. Warte mal, warte mal, warte mal. So, ah, okay. Müssen die noch weg? Und hier, so. Dann brauchen wir den Wassereimer noch mal. Bogen mal kurz wegtun. Das war hier, das Ding auch noch wässern. Und dann haben wir 6 Streifen. Und dann haben wir es ein bisschen symmetrischer. Das Zuckerrohr wächst überhaupt nicht, kann es sein? So. So, jetzt haben wir 6 Streifen. 6 Streifen. Dann können wir nämlich hier eine bauen. So. In der Mitte noch eine. 1, 2, 3. Wo ist denn in die Mitte? Hier. Hier noch eine. Und dann hier hinten noch eine, wa? Genau. Dann haben wir das Ganze. Ups. Ein bisschen symmetrisch. So. Damit das Ganze jetzt nicht, damit die Dinger da nicht hinten anklinken an das Gras, werde ich das hier nochmal wegmachen. So. So. Jetzt können wir hier von hier oben die Glowstone-Lampen draufsetzen. So. Dann haben wir hier eine Oh nein. Kriege ich das von hier oben rauf? Ja. So, dann haben wir hier schon mal eine schöne Glowstone-Beleuchtung. Für unser Feld, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, halte ich die für ausreichend? Ja, war. Ja, die reicht erstmal. Kann man noch überlegen, ob man noch, ob man noch hinten noch mehr macht. Hier kommt meine klassische
Zaubertischbeleuchtung. So. Sehr schön. Naja, jetzt sind wir da schon mal auf dem richtigen Weg. Es geht jetzt hier peu à peu vorwärts. Ich glaube, solange das Zuckerrohr da wächst, werde ich mir da mal ein paar Treppenstufen bauen. Hier geht's weiter mit den Ausschachtungsarbeiten für das Grundfundament. Hier ist dann im Prinzip schon Schluss, würde ich mal sagen. Und hier, das finde ich natürlich eigentlich gar nicht so schlecht, hier, dass dann hier diese Einbuchtung ist. Da überlegen wir nochmal, wenn wir das, wann und ob wir das anders machen. Hier haben wir schon 5 Treppenstufen, die wir jetzt im Laufe der Zeit irgendwie abgebaut haben. So. Und da werden wir uns auch gleich mal... Wisst ihr was, ich glaube, ich werde mir auch mal noch ein Bild ins Zimmer hängen, damit ich mich mal ein bisschen mehr zu Hause fühle hier. Ach nee, für ein Bild brauche ich ja Papier, wa? Oder war es nur Leder und ein Rahmen? Nee, warte mal. Wolle, Wolle und Stöcker, dann haben wir ein Gemälde. Haben wir noch Wolle? Hier haben wir Obsidian haufenweise. Mal hier haben wir noch einmal Wolle, da können wir das doch mal probieren, dass wir uns hier ein schönes Bild hinhängen. Am besten hier übers Bett erstmal. Das können wir ja später nochmal abreißen. Bap, 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 bap. Sehr schön. Und dann, ist natürlich jetzt nicht so schick, aber ist egal, wir hängen das jetzt mal übers Bett. Nein, das finde ich nicht gut. Wo ist das jetzt hin? Ist immer ein... Oh, ja, diese Bilder, die man noch... Das ist ja was, da könnten wir wirklich noch mal ein bisschen dran arbeiten. Ah, das ist unser Symbol. Genau, ich muss ja mein Symbol hier dran klatschen. Ah, ein UFO-Mann, okay. Ja, so. So, damit die Dorfbewohner erstmal sehen, worum es hier geht. Das ist nämlich der neue Gott Mojang, der neue Gott UFO-Mann in Anführungsstrichen. Hey. So, und hier muss im Prinzip die ganze Seite verbunden werden. Würde ich mal so sagen. Also hier ist ja auch noch ein Hinterausgang, fällt mir gerade ein. Wir wollen ja in alle Richtungen irgendwie einen Gang machen. Dunkel wird es auch schon wieder. Müssen wir jetzt schon schlafen? Ja, müssen wir. So Leute, an der Stelle sage ich mal auf Wiederhören. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Oberste Priorität hat der Zaubertisch jetzt natürlich. Und das Zeug wächst hier nicht. Und ich dachte doch, ich hätte Zuckerrohr. Vielleicht sollte ich jetzt wirklich mal meine Endertruhe aufbauen. Bloß der Platz ist dann natürlich festgelegt, wenn ich hier jetzt irgendwie irgendwo hinstelle. Wo stelle ich mir die dann am besten hin? Vielleicht hier, genau vor den Zaubertisch. Hässlich, oder? Muss ja irgendwie symmetrisch sein. Die Endertruhe und der Zaubertisch. Weil da könnte man nämlich rein. Vielleicht hat man ja da haufenweise Bücher drin oder so. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Gut, dann sind wir jetzt mal ganz radikal und stellen... Ah, Mist, wo stelle ich die denn hin? Die muss einen besonderen Platz bekommen. Die muss einen besonderen Platz bekommen. Oben in den Turm rein, da muss ich immer hoch und runter latschen. Hm. Das könnte man noch erweitern nach hinten. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, wo ich die Endertruhe hinstelle. Hätte ich ja ganz gerne einen extra Raum, einen schönen für... Oder ich stelle die wirklich hier so ganz plump davor. Oh Gott, ey. Na, lass mal überlegen wir uns dann mal in der nächsten Folge. Ich sage an dieser Stelle auf Wiederhören.